Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen auf der Provence am Donnerstag. Jo, ihr habt es ja in der letzten fast stummen Folge gesehen. Wir haben ja hier Schwaden lassen. Und jetzt habe ich ja den Kurs zwar eingefahren, aber was mich hier stört, ist das kurze Zickzack hin und her hier. Das will ich nicht haben. Das passt mir überhaupt nicht. Und jo, jetzt warte ich hier mal kurz selbst. Allerdings will mir mal ein Auge auf die Nachbarfrüchte werfen hier. Ach, ja, das ärgert mich schon ein bisschen, dass wir jetzt. Moment. Moment. Kommando zurück. Kommando Pimperle. Kommando Kant. Kommando Flach. So, das nehme ich jetzt mal mit, den Anfang hier. Den lasse ich durch die ersten zwei Bahnen, lasse ich den CP-Fahrer das machen. Und dann gucke ich, den Rand müssen wir selbst machen, das hat er nicht gekriegt hier. Und dann gucke ich mal, was denn so den Feldhäcksler an Miete kostet. Wir haben jetzt 31.000 auf dem Konto, warum auch immer. Fast geklaut, nee, ne? Fast geappt auch nicht, eieiei. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, muss ich ja schauen. Ich würde ja schon gern das, den Mais vor der Erntereife häckseln. Ne? Da gibt es laut Insidern den höheren Ertrag. Und wer mag schon keinen hohen Ertrag? Der volle Lippenkünstler hier. So, da vorne die Ecke noch. Weil das kostet alles Geld, das ist alles Gras, das ist alles Zukunft. Milch, Kühe. Milch und Kühe auch noch. So, komm, dann lassen wir den mal hier den Kurs fahren. Ist halt jetzt so, gell? Whoopsie Daisy. Zack. So. Ich wollte was gucken. Genie. Hier Feldhäcksler, der billigste. Ist der hier? Der Jack. Konfiguration. Hä? Willst du mich veräppeln? Zurück. Hier den. Oh, hier hat er ja Reifen. Der hatte eben keine Reifen. Oh, Leute. 10.000. 10.000. 10.000. Weight 1. Ach, oh, Gewichte. Na, das finde ich besser. 69 erreicht, ah ja, alles Standard, logisch. GPS brauchen wir nicht, das macht nämlich CP für uns. Wo sitzt denn der? Ihr Kollege, ne? Wenn du später fährst, musst du gerade nicht mitrutschen. Okay? Und ist das ein Krampf oder was? Guck mal, was der für Fehlhaltung. Ah, es geht sogar. Na, alle. Ja, den können wir tatsächlich mieten nachher. Der kostet 11.000. Und das, ja, ist das Ding. Hier das Feldhäcksler Schneidwerk für den Jack. Kann auch die Welt nicht sein. Also für den Klaas, ne? Jaguar 900. Orbis? Was ist das denn? Achso, das sind 9 Meter, das sind 7,50 Meter. Ja, 7,50 reicht. Hä? Oder? Was kostet das dicke? Details? Weg ist es. 2,4. Ist das auch weg? Ja, das bleibt stehen. Ja, das reicht doch. Ja, 1600. Also wir können ihn ausleihen. Ja, beruhigt bin ich. Mal gucken, wie weit er denn ist, der Mais. Ja, der braucht noch einen Moment, dass alles so schön dunkel ist hier. Ist das schon die letzte? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, kommt hin mit der letzten Wachstumsstufe, gell? Dann lassen wir noch ein bisschen spulen. Zack, zack, zack. Und dann gucken wir mal. Und immer schön das Maisfeld im Auge behalten. Wir könnten auch schon einen Abfahrer arrangieren. Wobei es hier tatsächlich besser. Na gut, es ist nicht so schlimm. Wäre aber besser, wenn man hier nur einen größeren Anhänger hätte. Aber gut. Haben wir nicht.
Noch nicht. Muss entladen werden. Das freut mich. Ups, oh, Slalom fahren. Hier müssen wir später rein. Nochmal gucken, dass wir das verpassen. Irgendwas wächst gerade durch. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht zu spät sind. Mal rüber schauen, wenn der am Anfang gelb wird, dann ist es soweit. Jetzt warte ich mal die Zeit ein bisschen langsamer. So, fällt noch nicht. Ich gehe mal auf 15 vorspulen. Ja, wie schon gesagt, ich habe ja nicht vor, dass ich den Mais zuerst verkaufe oder sonst was. Mir geht es nur darum, dass ich den Häcksel vor der Erntestufe. Das habe ich auf der. Auf welcher war es? Weiß nicht. Auf einer der anderen Karten habe ich das voll verpennt. Da war es, das Südhimmel war es, glaube ich. Ja, da war dann komplett erntereif, ne? Klar. Aber es tut sich noch nichts. Ja, du merkst halt einfach, dass du hier fast 400 PS in den Bobs hast, ne? Auch beim Winden und sowas, der zieht immer durch. Trotz seinen fast 14 Stunden Betriebsstunden, die er schon hat. Ist ja eigentlich gar nichts für einen Traktor, ne? Das hat er eigentlich noch 2 Tage schon. Oder noch, ja, noch 2 Tage. Hast du die schon draufgerollt. Ganz kurz, Kontrolle. Ne, noch nicht. Wäre auch interessant zu wissen, ob der Ladewagen hier auch das Häcksel gut aufnehmen kann. Dann hätten wir nämlich einen größeren Anhänger, ne? Da bräuchte man nämlich nicht die zwei Drehschemel missbrauchen. Aber ich glaube, es geht so. Ich glaube, es könnte sogar funktionieren. Wir testen das gleich mal. Wir checken das aus. Wie sagt man eigentlich schon Neudeutsch, ne? Also ich bin ja. Oh, halt! Jetzt ist es passiert. Zeit zurück auf 1. Gut. Ich habe aber noch keinen Anhänger frei. Scheibenkleister. Moment. Garage. Was kann mein Ladewagen aufnehmen? Ist das Häcksel gut hiervon? Ist das Häcksel gut? Schaff's doch mal. Er kann auch mit Häcksel gut. Da steht so ganz dick. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, also, was haben wir denn hier? Wir möchten unseren Jack ausleihen. Konfiguration. Das bleibt alles wie es ist. Bleibt alles wie es ist. Was kostet der mehr? Der 89er kostet 14. Das wären 3000 mehr. Stimmt das? Naja. Ja, aber der reicht doch hier. Mieten? Danke. Ich hoffe, dass der keine Fehler wirft. Weil wenn schon das Maisgebiss durch die... durch den Boden rutscht. So, ganz kurz. Wir machen erst das Gras. Ne, das Gras machen wir jetzt nicht fertig. Mist. Mach ich jetzt. Komm, du machst mal kurz Pause. Dann fahren wir die erste Tour mit dem. So. Warte mal, was schauen.
Oh, Warning, Material, Glas, Decals, Warning, oh, bis das Dingsbums, Warning, ei. Bin mal gespannt, ob das Spiel das aushält. Der Sound ist ja echt Grütze. Oder? Oh, jetzt sitzen sogar zwei. Das bin ich. Ich und der komische Helfer. Also, ich habe hier nur Standgasgeräusche. Aber das ist ja nichts. Was denn jetzt? Ja, der kommt weg. Hundertprozentig. Hundertprozentig, ey. Zurückgeben. Zurückgeben. Na, das ist ja kacke. Das ist ja kacke. Jetzt habe ich mal dezente Kohle ausgegeben für nichts und wieder nichts. Ah. Ich will jetzt auch keinen Sch Moment. Moment. Es ist leider so. Es ist leider so. Ja, man lernt aus so manchen Sachen, gell? Also, wer billig kauft, kauft zweimal. Haben wir eben wieder sehen müssen. Nehmen wir einen originalen. Was ist das Bild, was Bunsen für den habe? Ja, ist heftiger, aber. Ne? So, der hat mit Sicherheit keine Fehler. Zurück. Zurück. Wie heißt das Ding? FS, das ist es doch, ne? Das hat 9 Meter sogar. Details, Mieten. Danke, danke. Zurück, zurück, zurück. Wow. Ich bin begeistert, nicht. Aber wir haben Motorgeräusche. Nee, das Problem beim Glas war eben, ich bin vorwärts gefahren. Ihr habt es ja mitgekriegt. Ohne großartige Geräusche. Und als ich an der Tankstelle vorbei war, war ich immer noch im Vorwärtsfahren und er ist von alleine zurückgefahren. Also das, oh, hier ist auch ein Reif. Hallöle! Also liebe Zuschauer, in den nächsten Folgen machen wir richtig Asche. Das freut mich. Dann können wir die Kohle, die wir eben gebraucht haben, gleich wieder zurückbezahlen. So. Ja, New Holland. Wie gesagt, ich hatte in den Aufnahmen, die nichts geworden sind. Das war vor für euch vor 2 Tagen, lieber Gott. Immer diese Zeitspannen. Ich wollte nachschauen, habe auch nachgeschaut, ob ich irgendwo den Fendt Katana finde. Den Häcksler von Fendt. Den gab es im 17er. Habe ich aber hier nicht gefunden. Also auf den mir bekannten Modseiten war keiner zu finden. Und ja, weil hier normalerweise darf hier nur Fendt fahren, aber als Leihgerät geht der New Holland auch. Ist vor allen Dingen praktisch, ist Standardgerät und es kann nichts kaputt gehen dabei, gell? So, ich hoffe, dass es so richtig ist, dass wir häckseln können, wenn es nicht ganz endereif ist. Wir brauchen ein Kürschen. Kursgenerierung. Wir haben Feld 10. Kein Vorgewende. Und 9 Meter, das passt soweit. Zurück. Das heißt für uns Feld 10, Häckseln 9 Meter. Upsa. Stimmt es, ja. So, du darfst am ersten Punkt anfangen. Kollege Abfahrer wird sofort kommen. Der leider nicht. Erst ist es modern. Und ich werde jetzt den Rest dieser Folge, die geht nicht mehr lang, werde ich den Abfahrer selbst mimen. Und mache dann offline noch schneller. Beziehungsweise, wenn ich in der voll ist hier, mache ich auch, wenn es offline ist, mache ich einen Abfahrkurs. Ja, mal gucken. Ich denke mal auch, dass ich das Häckselgut als erstes ins Hofsilo fahre, wenn das so funktioniert.
weil ich ja mit dem Fahrsilo, das mache ich zwar dann, aber ich kann nicht mit dem Nerv. Ich kann nicht mit dem Traktor, mit den zwei Drehschemeln hier an das Fahrsilo fahren. Der bleibt früher hängen, als mir lieb ist. Dann fahren wir, platzieren wir alles im Hofsilo und fahren es dann später mit dem Ladewagen ins Fahrsilo zum Fermentieren. Es sei denn, ich finde irgendwo einen Fermenterturm, wie er auf der Südhemmer mittlerweile verbaut ist. Jetzt warten wir noch zusammen ab. Ich mache ein bisschen länger, weil gestern die Folge, die war ja stumm. Fast. Ich im Telefon, gell? Aber es war wichtig. Ja, weil ich einfach selbst interessiert bin, ob er tatsächlich das noch nicht ganz erntereife Mais häckselt. So, ich wende. Er tut es. Sehr schön. Dann ist es richtig so. Ich habe das nämlich erstens, den Tipp habe ich gekriegt von einem meiner ja, Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es der Andreas war oder der Marc. Seid mir nicht böse, einer von euch beiden war es, dass man halt das Ding noch nicht ganz erntereif am besten der Ertrag hat. Und was ich auch gesehen habe, das war damals im 17. noch, hatte doch der Manus, der Sachse und der Werner hatten ein Battle auf der, wie hieß die Karte? Ich habe es auch gespielt. Eine ganz schöne Karte. Helft mir. Ihr wisst es bestimmt. Ja, und da hat der Sachse, hat dann auch, die haben dann logischerweise, haben dann Silage gemacht, weil sie schnell Geld haben wollten und hat auch den Tipp gekriegt, dass man das vor der Erntestufe häckseln soll. Wegen dem Ertrag. So. Wir sind voll. Ich fahre gleich einen Kurs ein. Ich bedanke mich fürs Erste bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen restlichen, schönen restlichen Donnerstag. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, das wäre ganz cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Oder irgendwann auf den anderen Projekten. Schaltet einfach mal durch. Macht es gut. Bis dahin. Tschüssi.